أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على رسولنا الصلوات. So, heute, wie gesagt, die zweite Streitfrage aus dem 23. Witz. Die erste Streitfrage hatten wir letzte Woche abgehandelt, und das war, dass ein Geschöpf durch eine Verknüpfung der Ursachen aus der unbelebten Welt Gestalt angenommen und so ins Dasein getreten sei. Das war letzte Woche. Und diese Woche die zweite Streitfrage, und die ist, und zwar im Buch Blitze auf Seite 359. Aber es gibt noch eine zweite Streitfrage. Sie behauptet, es hat sich von selbst gebildet. Das heißt, es ist aus sich selbst heraus entstanden. Nun, auch dieser Satz enthält viele Unmöglichkeiten. Er ist in vielfacher Hinsicht unmöglich und irrig. Um ein Beispiel zu geben, wollen wir drei von diesen Unmöglichkeiten erklären. Erste Unmöglichkeit. Oh, du hartnäckiger Leugner. Dein Egoismus hat dich so dumm gemacht, dass er dich in deinen Schlussfolgerungen dahin führt, 100 Unmöglichkeiten zugleich anzunehmen. Denn du existierst und du bist nicht einfach ein Stückchen tote, unveränderliche Materie. Vielmehr gleichst du einer wohldurchdachten und aufs Beste konstruierten Maschine, die sich ständig erneuert, und einem wundervollen Palast, der beständig renoviert wird. Wie diese Renovation von sich läuft, erklärt Erlöser Masaid im Buch Der Koran, ein Zeichen des Wunders, und zwar auf Seite 106. Und zwar sagt er dort, der Mensch wechselt das Kleid seines Körpers in jedem Jahr. Diese Verwandlung des Körpers geschieht durch den Abriss und den Wiederaufbau seiner Zellen. Das heißt also, dieser Austausch der Zellen ist eben diese Renovierung des menschlichen Körpers. Medusa Masaid, sie sagt an einigen anderen Stellen auch, dass sich der Körper zweimal im Jahr erneuert. Also, dass alle 6 Monate einmal alle Zellen im Körper komplett ausgetauscht sind. Die Zellen deines Körpers sind zu jeder Zeit an der Arbeit. Dein Körper lebt in ständiger Beziehung mit dem All, was besonders seine Erhaltung und Funktionstüchtigkeit und was seine Fortpflanzung betrifft, und befindet sich in einem beständigen Austauschprozess. Die Zellen, die in deinem Körper arbeiten, achten darauf, dass diese Beziehungen nicht beeinträchtigt werden und dieser Austauschprozess nicht gestört wird. Hier erweckt es irgendwie den Eindruck, als müsste man annehmen, dass diese Zellen ein gewisses Stück an Intelligenz besitzen. Denn die Zellen, die sich vom Körper trennen, werden perfekt ersetzt. Das heißt, die Zellen verlassen zwar den Körper, aber ihr Ersatz dafür ist auch perfekt auf den Körper eingestimmt. Als ob diese Zellen das Wissen hätten, wo sie sich anpassen müssen und an welches Körperteil sie ran müssen. Dabei gehen sie mit Umsicht vor, und es ist, als seien sie auf den Kosmos hin ausgerichtet. Sie fassen zuerst eine Ausrichtung auf den Kosmos ins Auge und erfüllen danach ihre Aufgabe. In deinem äußerlichen und innerlichen Wohlbefinden ziehst du entsprechend dieser wunderbaren Erfüllung der Aufgabe deiner Zellen deinen Nutzen. Hier stellt sich auch die Frage auf, woher wissen die Zellen denn, dass sie überhaupt eine Aufgabe haben? Wenn die Zellen besitzen ja kein Stück Bewusstsein noch Intelligenz. Also wer ist es denn, der diesen Zellen diese Aufgabe gibt und ihnen auch klar macht, dass sie beauftragt sind und nicht einfach frei herumirren? Eine weitere Erklärung zu der Bewegung und zu der Erfüllung der Aufgaben der Zellen sagt mir dieser Masaid im Buch Der Koran, ein Zeichen des Wunders wieder, und zwar auf Seite 32 unter der Anmerkung, unter dem arabischen Begriff Rabbi, das übersetzt so viel heißt wie Herr. Das heißt, er versorgt diese Welt mit all ihren Bestandteilen, deren jeder einzelne wiederum einer Welt im Kleinen gleicht, und setzt die Atome dieser Bestandteile, die den Sternen gleichen, in vollkommener Wohlordnung in Bewegung. Gott der Gerechte hat in der Tat jedem Ding einen Punkt seiner Vollendung gesetzt. Und so hat er einem jeden Ding die Bestrebung gegeben, diesen Punkt zu erreichen. Und so bewegt sich ein jedes Ding, als hätte es einen inneren Befehl erhalten, auf diesen Zielpunkt seiner Vollendung hinzuschreiten, in schönster Wohlordnung auf diesen Zielpunkt hin. Es ist zweifelsohne die Versorgung Gottes des Gerechten, die ihm während seiner Bewegung hilft und ihm die Hindernisse aus dem Weg räumt. Betrachtet man also den Kosmos aufmerksam, so spürt man in der Tat, dass die Atome des Kosmos einzeln für sich oder gemeinsam wie die Völker und Stämme unter den Menschen dem Gesetz ihres Schöpfers folgen und zu den für sie bestimmten Aufgaben eilen.
Wenn du nicht annehmen willst, dass sich die Zellen deines Körpers wie winzige Beamte oder wie ein Heer des urewig Allmächtigen verhalten oder der Bleistiftspitze des Bauplanzeichners gleichen, beziehungsweise den Punkten, die er damit macht, dann ist für jede Zelle, die in deinem Auge arbeitet, ein solches Auge notwendig, welches das Ganze deines Körpers von allen Seiten zugleich sehen kann. Ein Auge, welches auch das ganze Weltall, mit dem du verbunden bist, zu sehen vermag. Man müsste ihr einen solchen Verstand verleihen, wie von hunderten Genien, welche deine ganze Vergangenheit und die Zukunft kennen und begreifen müssten, die Generation vor dir und nach dir, den Brunnen, aus dem alle deine Elemente hervorgegangen sind und die Quelle ihrer Versorgung. Einer von deinen Zellen, die wie du in dieser Angelegenheit nicht einen Funken Verstand besitzt, so viel Wissen und Bewusstsein zuzuschreiben, wie sie tausend Platons nicht besitzen, ist ein tausendfach wahnwitziger Aberglaube. Ich habe in einem wissenschaftlichen Bericht auch mal gelesen, dass die DNA und und der Aufbau deines Körpers beeinflusst ist von bis zu zwei Generationen vor dir. Das heißt, sowohl von deinen Eltern als auch von dessen Eltern. Selbst die beeinflussen noch den Aufbau deines Körpers und deine DNA. Deine Augenfarbe zum Beispiel unter anderem auch und deine Größe. Das heißt, jede dieser Zelle müsste sowohl den kompletten Stammbaum deiner Eltern als auch deiner Voreltern wissen, damit sie auch dementsprechend im Körper handeln können und ihre Arbeit erfüllen können. Aber sowas, also diese Intelligenz, diesen Zellen zuzuschreiben, ist nahezu unmöglich. Wie bei dieser Zeit hier auch sagt, müsste man ihnen so viel Bewusstsein und so viel Wissen zuschreiben, wie sie tausend Platons nicht besitzen. Und das, sagt Bediüsamer Said Nursi, ist ein tausendfach wahnwitziger Aberglaube. Zweite Unmöglichkeit. Dein Körper gleicht einem einzigartigen Palast mit tausend Kuppeln. Die Steine in jeder dieser Kuppeln verharren, sich einander gegenseitig stützen, freitragen und ohne Säulen. Ja, dein Körper ist sogar noch tausendmal wunderbarer, denn der Palast deines Körpers erneuert sich ständig in vollendetem Regelmaß. Vom Geist, Gemüt und den Feinheiten der Seele, die unsere Bewunderung erregen, einmal ganz abgesehen, kommt jedes Organ schon allein deines Körpers einem kuppelüberkrönten Saale gleich. Die Zellen, wie die Steine in dieser Kuppel, die einander gegenseitig in so vollkommener Harmonie und Ordnung stützen, bilden ein wunderbares Gebäude, ein überragendes Kunstwerk und bezeigen gleich Auge und Zunge ein einzigartiges Wunderwerk der Macht. Eine Erklärung zu dieser zweiten Unmöglichkeit bietet Bediüsamer Said Nursi im Buch Harmonie des Lichts, und zwar auf Seite 127. Zu einer Anmerkung sagt er, und weiter habe ich erkannt, dass es notwendig wäre, die Existenz unendlich vieler Götter zu beweisen, sobald man nicht in eben diesem gleichen Augenblick alles und jedes einzig auf Gott den Gerechten zurückführen will. Und jeder dieser Götter, die noch zahlreicher sein müssten als die Atome in der Schöpfung, müsste dann den anderen Göttern sowohl entgegengesetzt als auch ihnen gleichgestellt sein. Und dabei müsste sich jeder in einer solchen Position befinden, dass er seine Hand über den ganzen Kosmos ausstreckt, ihn lenkt und leitet. Zum Beispiel, die Herrschaft der Macht, die eine einzige Biene erschafft, muss für den ganzen Kosmos gelten und in ihm wirken. Denn diese Biene ist ein Beispiel für die Elemente des Kosmos und erhält ihre Zellen und ihre Atome aus diesem Kosmos. In Wirklichkeit gehören Ort und Rang im Bereich allen Seins einzig nur dem einen, der da allein notwendigerweise sein muss. Würden die Dinge auf sich selbst zurückgeführt, wäre für jedes kleine Teilchen eine eigene Gottheit nötig. Wollte jemand zum Beispiel bestreiten, dass die Hagia Sophia von einem Meister und Architekten erbaut worden ist, dann müsste ein jeder Stein einem Mimar Sinan gleich sein. Wenn das aber so ist, dann ist auch das Zeugnis des Kosmos für seinen Schöpfer noch klarer und offensichtlicher und hätte noch mehr Vorrang als sein Zeugnis für sich selbst. Wenn es also möglich wäre, selbst die Existenz des Kosmos zu bestreiten, wäre es auch dann noch unmöglich, die Existenz des Schöpfers zu bestreiten. Machen wir weiter mit der zweiten Unmöglichkeit im Buch Blitze. Wären nicht alle diese Zellenbeamten gleich dem Befehl des Meisters dieser Welt unterstellt, dann müsste jede einzelne Zelle sowohl absoluter Herr über alle Zellen in diesem Körper als auch jede einzelne ein absoluter Sklave sein. Es müsste jede einzelne der anderen sowohl gleichgestellt
als auch bezüglich ihrer Souveränität der anderen entgegengesetzt sein. Sie müsste sowohl Ursprung und Quelle all der vielen Eigenschaften sein, die einzig dem notwendig Seinen zugehören, als auch von vielen Bedingungen abhängig und an sie gebunden und zugleich auch völlig frei und ungebunden sein. Ein solches in sich einheitliches und wohlgestaltetes Geschöpf, welches nur das Werk des ein einzigen und Geheimnis der Einheit sein kann, unzähligen Zellen zuzuschreiben, ist für jeden, der auch nur über ein Fünkchen klaren Bewusstseins verfügt, ganz klar und offensichtlich eine Unmöglichkeit. Ja, das sind 100 Unmöglichkeiten. Falls sonst keine Fragen mehr sind, war es das dann auch mit der zweiten Streitfrage. Das nächste Mal gehen wir dann noch näher auf die dritte und letzte Streitfrage im 23. Blitz ein. Falls soweit erstmal keine Fragen mehr sind, beenden wir das dann für heute. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتح